Kommen wir gleich dazu. Großes Thema Migration. Da sagen Sie, es gibt ein Video auf YouTube. Da sind Sie aufgetreten im Jahr 2013, also vor dem Jahr 2015, wo ganz viele gekommen sind, bei der Islamischen Föderation. Mhm. Und da habe ich mir einen Satz rausgeschrieben. Da stehen Sie auf der Bühne und sagen zu den offenkundig überwiegend islamischen Zuhörern dort: Österreich ist ein vielfältiges Land, Wien ist eine vielfältige Stadt geworden. Da ist es, glaube ich, wichtig, diese Vielfalt als Chance zu sehen und nicht immer nur an Probleme zu denken, sondern vor allem auch daran zu denken, wie sehr uns diese Vielfalt eigentlich bereichern kann. Ja. Jetzt weiß ich schon, dass seitdem sozusagen viel passiert ist, aber in der Tonalität diesen Menschen gegenüber klingt das doch diametral anders. Naja, also Entschuldigung. Also erstens einmal würde ich den Satz reden. Genauso heute wieder sagen. Herr Präsident, Sie haben vorher gerade angesprochen, dass wir vielfältig sind. Das ist richtig. Österreich ist mittlerweile ein vielfältiges Land. Wien ist eine vielfältige Stadt geworden. Und da ist es, glaube ich, wichtig, diese Vielfalt als Chance zu sehen, nicht immer nur an Probleme zu denken, sondern vor allem auch daran zu denken, wie sehr uns diese Vielfalt eigentlich bereichern kann. Weil es geht immer darum. Aber ich habe jetzt im Wahlkampf noch nie gehört. Wie sehr uns diese Vielfalt eigentlich bereichern kann. Aber es geht immer darum, Probleme zu lösen und es geht immer darum, Chancen zu nutzen. Aber ja, mein Zugang bleibt immer der gleiche. Vor allem auch daran zu denken, wie sehr uns diese Vielfalt eigentlich bereichern kann. Integration funktioniert durch Leistung. Wir hätten kein Pflegesystem, wir hätten Probleme an den Universitäten. Unser Tourismus würde nicht funktionieren ohne Zuwanderer, die hier arbeiten. Ich glaube, was es braucht, ist ein klarer Kampf gegen jede Form des Rassismus, gegen jede Form der Fremdenfeindlichkeit. Und vor allem auch daran zu denken, wie sehr uns diese Vielfalt eigentlich bereichern kann. Und da werde ich immer klar bleiben. Aber was es nicht braucht, ist ungesteuerte Migration, weil dann die Integration auch nicht mehr funktioniert. Ich habe eine klare Haltung und ja, seitdem ich der Parteichef bin, gebe ich diese Linie vor. Ich bin das seit einigen Monaten und ich bin sehr klar in meinen Ansichten in der Migrationsfrage. Das heißt, es gibt jetzt illegale Zuwanderung? Wenn ja, warum? Und wo ist der Innenminister, der das verhindert? Naja, die Systeme, die geschaffen wurden, die führen dazu, dass Menschen zu uns kommen, ihren Asylbescheid bei uns stellen können und sagen, sie suchen in Österreich um Schutz an, obwohl sie zuvor durch viele Länder durchgezogen sind, in denen sie nicht verfolgt wurden. Nach derzeitigem System kann er den Asylantrag bei uns stellen. Nach derzeitigem System, wenn man nachweisen kann, dass er vorher in Italien war, kann er dann vielleicht nach Italien zurückgestellt werden. Und mir geht es ja nicht darum, dieses derzeitige System fortzusetzen, sondern sollte ich gewählt werden und sollte ich die Verantwortung bekommen. War das dann illegal, wenn der dann hierbleiben darf, weil die Asylbehörde sagt, in seiner Heimat gilt er als persönlich verfolgt? Oder sozusagen ist das die illegale Migration, von der Sie sprechen, wenn das Sie ist sagen, die, keine das ist illegale Migration? Das ist die illegale Migration, von der ich spreche. Warum? Weil all diese Menschen sich auf den Weg nach Europa mit Schleppern machen und nicht auf legalen Wegen zu uns kommen. Und ich glaube einfach, und das ist das, was ich umsetzen möchte, wenn ich gewählt werden sollte, die Hilfe vor Ort auszubauen, den Menschen vor Ort zu helfen. Und wenn man jemanden aufnehmen möchte als Flüchtling, ihn mittels Resettlement-Programmen auf legalem Weg nach Europa zu holen. Wir hätten kein Pflegesystem, wir hätten Probleme an den Universitäten. Unser Tourismus würde nicht funktionieren ohne Zuwanderer, die hier arbeiten. Also ich war immer klar in der Frage der Migration und ich war immer klar in der Frage der Integration. Integration funktioniert durch Leistung. Ich glaube, was es braucht, ist ein klarer Kampf gegen jede Form des Rassismus, gegen jede Form der Fremdenfeindlichkeit. Und da werde ich immer klar bleiben. Man muss die Chancen, die es gibt, nutzen. Das Projekt Zusammen Österreich, Integrationsbotschafter, Vorurteile abbauen, Deutsch lernen, Motivation schaffen, die Caritas Lerncafés, aber auch in anderen Fragen, wenn es darum geht, das Land zu reformieren. Und vor allem auch daran zu denken, wie sehr uns diese Vielfalt eigentlich bereichern kann. Wenn jetzt die Frage ist, wird der Kurs weiter so bleiben, wie er jetzt aussieht, kann ich Ihnen nur sagen, ja, das wird genauso bleiben. Weil das ist meine Überzeugung. Und ich habe mich nie verbogen. Ich habe nie irgendetwas getan oder gesagt, wovon ich nicht überzeugt war. Aber ich stehe zu allen meinen Ansichten. Und Sie können gern jede einzelne hinterfragen. Und ich kann Ihnen bei jeder einzelnen sagen, warum ich glaube, dass das, was ich tue, richtig ist. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Vielen Dank für die Fragen, Annette.